Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 96 vom Kerbal Space Programm. Und wir gehen gleich hoch, weil wir ja nur noch eine Distanz von 20 Metern nach oben haben. Und die müssen wir gleich bekämpfen, sozusagen. Bekämpfen ist gut, ne? Aber hier sieht man, wie sieht's hier eigentlich aus? Oh, ganz schlecht. Wir haben auch noch ganz wenig Batterie, das ist auch nicht gut. Dann können wir gleich unser Schifflein nicht mehr steuern, wenn es denn soweit ist, ne? Zoomen wir erstmal rein, ne? So, wir müssen, ich glaube, wir sind schon richtig, wir müssen in diese Richtung. Da stellt sich mir gerade die Frage, ob wir näher kommen oder nicht näher. Sieht, glaube ich, nicht so aus. 17,8, ne, ich glaube, das war jetzt gerade 17,7 vorher. Das heißt, wir müssten jetzt noch... Ich glaube, wir müssen wenn dahin. Und ganz kurz einen Tacken einmal, ne? So. Wie ist es? Ganz schlecht. Ich würde jetzt fast sagen, wir gucken zu, dass wir zu ihm jetzt kommen. Einmal ganz kurz. Na, ich glaube, wir müssen da so hin. So, einmal gucken, dass wir jetzt zu ihm hinkommen. Das hätte ja anders keinen Sinn, ne? Sonst haben wir keine Batterie mehr. Das heißt, wir können unsere Werk nicht mehr steuern, oder? Dann werden wir gleich trudeln. Auf jeden Fall haben wir jetzt Licht, das ist schon mal was wert, ne? Batterien sind leer, haben wir zwei Stück dran, so ein Shit. Der Einstieg ist da, mein Freund. Aber ich weiß nicht, wie er überhaupt einsteigen will oder so, ne? Ne, hier oben ist schon die Luke, ne? Da. Tja. Sind keine 10 Meter mehr. Aber es ist leicht versetzt, das ist auch ein Problem. Ungefähr. Entfernt sich, glaube ich, jetzt auch schon wieder. Einmal kurz. Wir müssten tiefer. Jetzt trudeln wir, jetzt ist die Batterie alle.
So, ich glaube, jetzt können wir nichts mehr steuern. Aufgrund der leeren Batterie. So ein Shit aber auch. Nein, ich kann ihn nicht mehr, die Rakete nicht mehr steuern. Ja, können wir uns nur darauf verlassen, dass er irgendwann von alleine vielleicht zupacken würde? Entfernung wird geringer zurzeit. Aber segelt wahrscheinlich gleich dran vorbei. Obwohl, rein theoretisch sieht das gut aus. Er kommt näher, ne, oder? Junge, pack an, ist Zeit. Also wenn du jetzt nicht selber da anpackst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Er gleitet zum Eingang, kann das sein? Ich glaube, er möchte einsteigen. Ich glaube, er hat's gerafft. Ich konnte ihn ja nicht steuern, aber er steuert, glaube ich, selber, oder? Mach keinen Fehler, Junge. Nein, das kann es nicht sein. Warum bist du nicht eingestiegen, du Doofmann? Nee, kann ich nichts mehr machen jetzt. Dadurch, dass ich keinen Strom habe. Kann ich meine Rakete nicht steuern. Ja. Was bedeutet das? Ich könnte sie jetzt die Rakete anmachen und da wegfliegen, um Strom zu kriegen und gleichzeitig wiederum drehen dann. No Target, ja. Das Target fliegt leider hier rum und war nicht in der Lage, sich an der Rakete festzuhalten. True Report. Gibt's noch nicht mehr. So eine Mission und kein Report, das kann's auch nicht sein. Electric Charge gleich 0. Da auch. Wir fliegen 15 Meter an Dunford vorbei. Wir können jetzt nur warten, bis wir da rumgetrudelt sind, dass wir wieder auf ihn zufliegen können.
Ja, da können wir ein bisschen schneller machen, das Ganze, oder? Geht aber gerade irgendwie nicht. Ändert nichts, Docking. So ein Shit aber auch. Ja, das wird wohl nichts mehr werden dann. Können wir uns beeilen hier, dass wir jetzt die Richtung gleich bei ihm haben. Jetzt wird es wieder weniger. Und wir haben nicht die gleiche Bahn wie er. Dann lass es nochmal weniger werden und gucken, was passiert. Na, dann können wir es ja voll vergessen, ne? Das Eiern war da so ein bisschen rum, ne? Verlieren wir gerade wieder Abstand. Und mal die Ansicht so machen, dass ich sie von hinten sehe, meine Rakete. Und dann mal schneller, aber er wird nie in unseren Fokus kommen, oder doch? Oh, doch, so können wir es ja schon mal gerade lassen, ne? Jetzt können wir noch nicht mal mehr Gas geben oder was auch so, weil wir im Docking-Modus sind. Alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen Charge wieder gekriegt. Stellt sich die Frage, wie viel wir... benötigen. Und jetzt ist alle. Jetzt haben wir uns aber wenigstens angestupst, dass wir wieder ein bisschen drehen, ne? Und jetzt steht sie schon wieder. Er segelt links an uns vorbei. Eine Richtung drehen, egal in welche, oder wie ist das? Tut sich aber jetzt nicht. Ich habe zwar machen ein bisschen anstoßen können, aber dafür war zu wenig Sprit da, ne? So, das funktioniert definitiv nicht. Das heißt, wir können jetzt erstmal Schub geben, damit wir die Kiste auch drehen können.
So. Aber da haben wir jetzt keinen Dingens durchgekriegt. Jetzt können wir ein bisschen mit rumspielen, indem wir die Richtung gleich mal einmal Gas geben in der passenden. Jetzt wird es uns gleich schwindelig. Tja. Vielleicht kommen wir noch hin, aber ich glaube es nicht wirklich. Hier ist unser Kraftstoff gleich noch alle. Irgendwie müssen wir ja jetzt hier auch an Strom kommen, ne? Das ist ja die nächste Geschichte. So. Das ist 3,48. Ich glaube, das ist so gut wie gar nichts. Meter die Sekunde nähert sich das Ding jetzt an uns. Ich mach mal ein bisschen schneller, gucken wir, wie wir da hier rankommen. Na, guck mal, jetzt bleibt es auch stehen. Gerade nicht viel Electric Charge, ne? Meter die Sekunde. Die Ausrichtung ist gar nicht mal die verkehrte vielleicht, ne? Können wir nochmal ein bisschen schneller laufen lassen. Da rechts kommt die Erde, ne, die Kurven wieder. Und dann fort geht da irgendwo spazieren. Kommt näher, aber geht jetzt gleich vorbei. Ja, ich sag mal, wir waren schon dicht dran, gehen jetzt aber erstmal raus und gucken, ob wir nächste Folge noch was retten können. Diese ist jetzt nicht so ganz klar, ne? Okay, speichern wir ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.